München ist mit 1,4 Millionen Einwohnenden die drittgrößte Stadt in Deutschland und die bayerische Landeshauptstadt. Neben der S- und U-Bahn besitzt München ein Straßenbahnnetz mit einer Länge von 82 Kilometern. Sie besitzt das größte Straßenbahnnetz in Bayern, neben Augsburg, Nürnberg und Würzburg. In dieser Dokumentation werdet ihr mehr über die Geschichte, das Netz und den Fahrzeugen erfahren. Ein Quellendokument ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Das Münchner Straßenbahnnetz wird von der Münchner Verkehrsgesellschaft betrieben. Es besitzt die Normalspurweite von 1435 mm. In diesem Netz werden 74 Haltestellen angefahren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 60 km/h und im Jahr 2019 wurden 125 Millionen Fahrgäste befördert in einem Einzugsgebiet von 1,6 Millionen EinwohnerInnen. Die Geschichte der Straßenbahn München begann im 19. Jahrhundert. München bekam einen wirtschaftlichen Aufschwung und damit auch eine steigende Einwohnerzahl. Der Lohnkutscher Michael Zechmeister richtete 1869 ein pferdebetriebenes Omnibusnetz ein. Es bestand aus 5 Linien, die im 20-Minuten-Takt bedient wurden. 1883 eröffnete die Münchner Trambahn AG vom Hauptbahnhof nach Nymphenburg eine Dampfstraßenbahn. 3 Jahre später, im Jahre 1886, wurde die Ungerer Bahn eröffnet. Sie war die erste elektrische Trambahn in München und damit die dritte in Deutschland. Sie wurde auf eigene Kosten von August Ungerer errichtet. 1895 wurde sie allerdings wegen unzureichender Kapazität eingestellt. Sie wurde zunächst durch eine Pferdebahnlinie ersetzt. Ab dem 17. Juni 1895 startete die Münchner Trambahn AG einen Probebetrieb einer elektrischen Straßenbahn auf dem Abschnitt Färbegraben-Isartal-Bahnhof. Ab dem 23. Juni 1895 wurden dann auch offiziell Fahrgäste befördert. Ab dem 27. Juni wurde der elektrische Betrieb dann offiziell bestätigt. Im Laufe der Jahre wurden weitere Linien elektrifiziert und die Pferdebahn wurde nach und nach ersetzt. Bis 1906 gab es somit 20 Linien. Das Liniennetz hatte seine ehemals größte Länge bei 134 Kilometern. Das heutige Netz besitzt 10 Linien mit 3 Verstärkerlinien. Die Linie 12 verbindet den Scheidplatz mit dem Romanplatz. Hierfür benötigt sie 22 Minuten und fährt dabei 17 Haltestellen an. Sie fährt im 10-Minuten-Takt und im Spättakt alle 20 Minuten. Die Linie 16 beginnt wie die Linie 12 am Romanplatz und verkehrt bis zum Effnerplatz. Im Spättakt fährt sie alle 20 Minuten und benötigt 39 Minuten für ihre 26 Haltestellen. Allerdings ergänzt sie in der Hauptverkehrszeit die Linie 17 bis St. Emmeran im 10-Minuten-Takt. Bis St. Emmeran benötigt sie 57 Minuten für die 41 Haltestellen. Wobei wir auch schon bei der Linie 17 wären, die im 10-Minuten-Takt St. Emmeran mit der Amalienburgstraße verbindet. Im Spättakt verkehrt sie alle 20 Minuten und benötigt für ihre Strecke 57 Minuten mit 41 Haltestellen. Die Linie 18 beginnt in der Schwanseestraße und fährt 42 Minuten bis zum Gondrellplatz. Sie fährt alle 10 Minuten, im Spättakt alle 20 Minuten und bedient 30 Haltestellen. Die Linie 19 verbindet den Bahnhof Pasing mit dem Bahnhof Berg am Laim. Für die 34 Haltestellen benötigt sie 22 Minuten, im Spättakt verkehrt sie alle 20 Minuten und in der Hauptverkehrszeit alle 10 Minuten. Die Linie 20 fährt von Mosach Bahnhof bis zum Karlsplatz Stachus. Dabei wendet sie am Karlsplatz und dem Hauptbahnhof. Sie benötigt für die 17 Haltestellen 22 Minuten und wird wie bisher alle Linien im 10- und 20-Minuten-Takt bedient. Vom Westfriedhof bis zur St. Veitstraße ist die Linie 21 unterwegs. Sie ist 37 Minuten unterwegs und fährt 28 Haltestellen an. Der Takt ist zu den eben genannten Linien gleich. Die Linie 23 verbindet die Münchner Freiheit mit Schwabing Nord im Norden der Stadt. Anders als die anderen Linien fährt sie in den Stoßzeiten alle 4 bis 5 Minuten
am Wochenende alle 20 Minuten, sonst alle 10 Minuten. Die Linie, die am weitesten aus der Stadt hinausfährt, ist die Linie 25. Sie ist eine von wenigen Linien, die bis an die erste Tarifzone geht und die Zone M fast verlässt. Allerdings ist sie nicht die längste Linie. Sie beginnt am Max-Weber-Platz und verkehrt bis nach Grünwald zum Derbolfinger-Platz. Sie ist 31 Minuten unterwegs und fährt 23 Haltestellen an. Sie verkehrt wie die meisten anderen Linien im 10- und 20-Minuten-Takt. Die letzte Linie, die immer unterwegs ist und nicht als Verstärker verkehrt, ist die Linie 27 vom Petuelring zum Sendlinger Tor. Sie benötigt für die 15 Haltestellen 20 Minuten. Sie wird in der Hauptverkehrszeit sowie am Freitag und Samstag alle 10 Minuten bedient, sonst alle 20 Minuten. Zusätzlich zu diesen fahrplanmäßigen Linien verkehren drei Verstärkerlinien. Die Linie 15 verstärkt die Linie 25 von Montag bis Samstag im 10-Minuten-Takt. Die Linie 28 verstärkt die Linie 27 unter der Woche von 7 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr im 10-Minuten-Takt. Die letzte Verstärkerlinie, die Linie 29, verstärkt Montag bis Freitag die Linien 19, 20 und 21 ebenfalls im 10-Minuten-Takt. In den Weihnachts- und Sommerferien findet kein Betrieb statt. Die Linie E7 ist eine Sonderlinie, die nur zu Öffnungszeiten des MVG-Museums verkehrt. Sie wird im 30-Minuten-Takt vom MVG-Museum zum Max-Weber-Platz bedient. Im Folgenden seht ihr die jeweiligen Nachtlinien, die ich aber nicht weiter beleuchten werde, um den Rahmen des Videos nicht zu sprengen. Die zentralen Haltestellen, die im Netz angefahren werden, sind die Haltestellen Hauptbahnhof, Karlsplatz Stachus und Sendlinger Tor. Am Hauptbahnhof besteht Umsteigemöglichkeit zu vielen Fern- und Regionalbahnlinien, international und auch regional. Im Nahverkehr wird er von allen S-Bahnlinien angefahren, außer der S20. Hier halten die U-Bahnlinien U1, U2, U4, U5, U7 und U8. Für die Straßenbahn ist sie in drei verschiedene Haltestellen gegliedert. Am Hauptbahnhof Nord gibt es zwei Haltestellen, die jeweils zwei Bahnsteige besitzen. An der einen Haltestelle Richtung Romanplatz halten die Linien 16 und 17. An der Haltestelle Richtung Westfriedhof halten die Linien 20 und 21. Vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofes ist die Haltestelle Hauptbahnhof, an der es zwei Bahnsteige gibt. Hier halten die Linien 16, 17, 19, 21 und die Linie 20, die nur in Richtung Norden an dieser Haltestelle bedient wird. Die dritte Haltestelle befindet sich am Südausgang des Hauptbahnhofs mit dem Namen Hauptbahnhof Süd. Hier halten die Linien 18 und 19 an zwei Bahnsteigen. Am Karlsplatz Stachus gibt es zwei Haltestellen mit jeweils zwei und vier Bahnsteigen. An der vier Bahnsteig großen Haltestelle halten die Linien 15, 17, 18, 27 und 28. An der zwei Bahnsteig großen Haltestelle, die auch öfters Karlsplatz Stachus Nord genannt wird, halten die Linien 19, 20 und 21. Zusätzlich gibt es zwischen den beiden Haltestellen am Karlsplatz eine kleine Ausweichhaltestelle, die nur von der Linie 20 angefahren wird. Sie wendet nämlich am Karlsplatz und fährt die Haltestelle Karlsplatz Stachus Nord, Karlsplatz Stachus und Hauptbahnhof nur in eine Richtung an. Circa 600 Meter weiter im Süden befindet sich die Haltestelle Sendlinger Tor. Unter der Erde befindet sich ein U-Bahn-Kreuz. Zwischen U1, U2, U3, U6, U7 und U8. Für die Straßenbahn befindet sich über der Erde eine Haltestelle mit drei Bahnsteigen und eine Wendeschleife. In der Wendeschleife wenden die Linien 27 und 28. An der Durchgangshaltestelle halten die Linien 16, 17 und 18.
Kommen wir nun zu den Fahrzeugen. Neben den im normalen Liniennetz eingesetzten Fahrzeugen gibt es noch zahlreiche historische Fahrzeuge, die ich aber in diesem Video nicht beleuchten werde, da ich von diesen keine Aufnahmen habe und der Rahmen des Videos nicht gesprengt werden soll. Im normalen Linienbetrieb verkehren drei verschiedene Fahrzeugtypen. Der älteste ist der Fahrzeugtyp R. Er wird als 14. Straßenbahngeneration der Straßenbahn München bezeichnet. Hiervon existieren drei Ausführungen, der R1.1, der R2.2 und der R3.3. Diese haben je nach Ausführungen ein anderes Baujahr und einen etwas anderen Aufbau. Alle Fahrzeugausführungen haben eine andere Sitzplatzverteilung und somit ein anderes Sitzplatzangebot. In dieser Tabelle seht ihr die meisten Unterschiede. Link zu der Tabelle ist in der Videobeschreibung. Sie wurden je nach Ausführung von Mann, AEG und Atrans gefertigt. Vom Fahrzeugtyp R1 wurden 1991 drei in Betrieb genommen und bereits 1997 ausgemustert. Diese wurden ausgemustert, kurz nachdem alle R.2 ausgeliefert wurden. Die R2-Fahrzeuge bekamen von 2009 bis 2016 ein Redesign und erhielten dabei ein neues Farbdesign, einen komplett neu gestalteten Fahrgastraum und eine modernisierte Ausstattung. Von 1999 bis 2001 wurden dann auch die Fahrzeuge des Typs R3 ausgeliefert. Die Fahrzeuge des Typs R sind GTN-Fahrzeuge, die man zum Beispiel aus Zwickau oder Jena kennt. So trägt die zweite Ausführung den Namen GT6N und die dritte Ausführung GT8N2. Die Fahrzeuge sind Einrichtungsfahrzeuge und Niederflurstraßenbahnen. Sie besitzen jeweils drei Gelenkwagen. Später, ab 2008, kam dann ein neuer Fahrzeugtyp dazu. Es handelte sich um die Variobahn, auch bekannt in München als Baureihe S. Das letzte Fahrzeug wurde 2012 in den Betrieb aufgenommen. Die Straßenbahn ist als Niederflurbahn ausgelegt. In München existieren 14 Fahrzeuge der Baureihe S. Das Fahrzeug besitzt 5 Gelenkwagen mit einer Länge von 33 Metern. Im Fahrzeug werden 75 Sitzplätze und 146 Stehplätze bereitgestellt. Leer wiegt das Fahrzeug 40 Tonnen. Die Variobahn wurde von Stadler Rail gefertigt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h. Der neueste Straßenbahntyp in München ist der Avenio, auch bekannt als Baureihe T. Wie schon bei der Baureihe R wird hier zwischen verschiedenen Ausführungen unterschieden. Der erste Avenio kam 2013 nach München und hatte seinen ersten Fahrgasteinsatz im Dezember 2014. Mit ihm ging die erste Ausführung auf Linie. Es handelte sich um die Ausführung T1.6, die 4 Wagen besitzt und 8 Fahrzeuge umfasst. Die erste Ausführung besitzt 69 Sitz- und 147 Stehplätze. Ab 2017 und 2018 kamen weitere drei Avenio-Typen nach München. Zum einen der T2.7. Er besitzt 2 Waggons und eine Sitzplatzkapazität von 29 sowie eine Stehplatzkapazität von 72. Hiervon gibt es 9 Stück. Der T3.7 mit einer Anzahl von 9 Fahrzeugen, der 51 Sitz und 109 Stehplätze aufweist. Er besitzt 3 Waggons. Zu guter Letzt der T4.7 mit 4 Waggons, der eine Sitzplatzkapazität von 65 und eine Stehplatzkapazität von 150 besitzt. Vom T4.7 existieren 4 Fahrzeuge. Somit existieren insgesamt 4 Avenio-Typen, die insgesamt 30 Fahrzeuge umfassen.
Der Avenio erreicht eine Geschwindigkeit von 70 km/h. Er wurde von Siemens gefertigt. Wie die anderen Fahrzeuge ist es ein Niederflur- und Einrichtungsfahrzeug. Insgesamt besitzt München somit 134 Fahrzeuge. Meiner Meinung nach eine der schönsten Stellen im Tramnetz München ist am Max-Monument in der Nähe vom Bayerischen Landtag. Hier kann man auf der Brücke, die die Isar überquert, tolle Bilder mit dem Bayerischen Landtag im Hintergrund machen. Die Straßenbahn fährt auf beiden Seiten um den Landtag herum. Direkt am Max-Monument gibt es auch eine schöne Fotokulisse. Denn hier fährt die Straßenbahn um das Max-Monument drumherum. Am Bayerischen Landtag und dem Max-Monument kommen die Linien 16, 19 und 21 vorbei. Auch ein tolles Motiv ist am Effnerplatz. Hier befindet sich im Hintergrund das May West. Unter dem man mit der Linie 17 und auch teilweise mit der Linie 16 hindurchfährt. Nördlich vom Marienplatz befindet sich das Nationaltheater, an dem die Straßenbahn vorbeifährt. Auch hier ist das Nationaltheater eine schöne Kulisse, um Fotos zu machen. Die Linien 19 und 21 kommen hier vorbei, vom Max-Monument ist es hierhin auch nicht weit. In diesem Video habe ich euch die Straßenbahn München genauer vorgestellt. Ich hoffe, euch hat diese Dokumentation gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.